Ein herzliches Hallo und damit willkommen zurück hier bei 7 Days to Die in Hardcore-Modus. Schon wieder Undead Legacy sagen. Unglaublich, ich bin total verwirrt teilweise. So, liebe Leute, ich glaube, wir haben noch was zu essen und zu trinken hier drin. Das ziehen wir uns natürlich benutzen und wir ziehen uns hier natürlich auch nochmal zweimal oder einmal Wasser, glaube ich, reicht auch erstmal. Ne? Einmal roter Tee, das müsste eigentlich erstmal reichen. Wir hauen das Essen natürlich hier mit rein und das Trinken hauen wir hier mit rein. Sehr schön. Das können wir eigentlich auch mal ein bisschen sortieren. So. So, dann Wasser. Natürlich Wasser. Wir holen das Wasser, was wir haben. Wir haben sogar die Pilze. Einen Moment, die farmen wir jetzt nochmal ab. Das ist ein Pilz, immer drei Pilzsporen. Sehr schön. Und hier sind die Heidelbeeren. Die ziehen wir auch durch. Dann haben wir hier nochmal Heidelbeeren. Aber da möchte ich einen Moment warten mit den Heidelbeeren. Wir gehen nochmal hier ins Essen rein. Packen das hier mit zu. Haben hier dann noch die Pilzsporen, die wir aufsetzen werden. Und ich möchte tatsächlich, was möchte ich denn machen? Kaffee? Möchte ich Kaffee anbauen? Ja, falls wir mal... Das ist ein Kaffeebohnen, aber da haben wir schon genug von. Chrysanthemen brauchen wir nicht. Kürbis. Benutzen, nehmen. Gibt es dafür Rezepte? Rezept. Kürbisbrot. Kürbisbrot könnten wir machen. Mit Kürbis, Maismehl und Wasser. Und ich glaube, Kürbisbrot war ziemlich ergiebig. Und Kürbiskäsesahne. Ich will mal Kürbis anbauen, liebe Leute. Lasst uns mal Kürbis anbauen. Ich glaube, das ist ganz, effektiv. Also, da noch ein Pilz, hier noch ein Pilz, da noch ein Pilz, da noch ein Pilz, da noch ein Pilz. Und dann bitte zweimal den Kürbis anpflanzen. Hervorragend. Eine Saat geht zurück. Diese hier. Zack. So, dann geht das hier mit hin. Dann haben wir natürlich das Wasser, was wir noch machen müssen. Und zack, 4 Minuten 10. Es läuft. Und hier sind schon die Sachen durch. Dann könnte man jetzt noch einen Blaubeerkuchen machen. Machen wir aber nicht. Was wir jetzt machen, liebe Leute, ist so schnell wie möglich versuchen, so viele Autos wie möglich zu looten, die wir noch nicht gelootet haben. Um mechanische Teile zu bekommen. Ich hoffe, das bringt auch was. Treibstoff. Da hatten wir schon. Fahren wir weiter. Gears. Hier könnte doch auch. Bett. Vielleicht haben wir Glück und finden hier unsere mechanischen Teile. Oh Gott, der ging mal hart daneben. Was? Zielwasser. Jetzt aber, meine Güte. Warum hat er nicht getroffen? Das schön von hinten in den Hinterkopf. Ich
Oh nein. Au. Ich hasse Hunde. Zumindest in der Konstellation. Skeletor. Hä? Was ist los mit ihm? Warum ist er so? Nachladen. Das haben wir mal ganz gepflegt ausdiskutiert. Ja, ich hätte trotzdem gerne mechanische Teile gehabt, ne? Oh mein Gott. Ich habe keine Lust. Ich will da so nicht rein. Was ist, wenn ich das hier jetzt abbaue? Ich möchte es nur wissen. Hm. Nix, scheinbar. Wow. Okay, okay, okay. Ich hab's verstanden, Leute. Ihr seid böse. Ich verstehe es. Ich verstehe alles. Ich kann es nachvollziehen, euren Unmut. Die große Böswilligkeit auch hinter allem. Ihr fühlt euch falsch verstanden. Vernachlässigt. Jawohl. Ich hab's verstanden. Durchsuchen. Na, das ist doch... Murks ist es doch. Junge, 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 Junge. Das ist aber schon ein Akt, gell? Den kann ich nicht treffen, so. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Thank you.
Wow. Ein wilder Polizist. Da habe ich nicht mit gerechnet. Wow. Okay, ich habe meine ganzen 9 mm losgeschossen. Oh Gott. Hat das jetzt Schaden gemacht? Ja, ein bisschen. Oh mein Gott. Ich glaube, das ist Dönkens hier, oder? Hansen Gas. Los, komm, 5 mechanische Teile. Nein. Aber Digging Tools, okay. Na los, komm schon. Yes. Uha. Schurkenoutfit. Okay, wir nehmen es mal mit. 9 mm, als hätte ich es quasi gesagt. Ja, schon haben wir es gefunden. Erste Hilfe. Southern Farming benutzen. Benutzen. Den Mod natürlich mitnehmen. Und das natürlich auch mitnehmen. Hätten Sie jetzt so, mechanische Teile. Leute, kommt schon. What? Okay, zweimal Wiring. Tech Junkie, nehmen wir mit. Vehicle, nehmen wir auch mit. Okay. Okay, okay. Ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Gut. Ja, was soll ich sagen? Keine mechanischen Teile. Wir bringen das mal zurück, würde ich sagen. Wo sind wir denn? Wo wohnen wir denn? Da hinten wohnen wir. Gar nicht so weit weg. Also, dass es jetzt daran scheitert, das ist natürlich auch echt. Das ist natürlich echt mies. So, 11 von 75 können wir schon mal Medizin. Dann haben wir hier schon mal die Aloe Vera Creme. Das ist sehr, sehr gut. Dann haben wir hier noch echt viele Mods schlussendlich und auch Ausrüstung. Und das sind Wertgegenstände. Die haben wir nicht verkauft. Und Material natürlich auch. Kann eigentlich direkt eingeschmolzen werden. Müsste eigentlich auch ausreichen. Schlussendlich. So, dann hatten wir hier das für die Schraubenschlüssel. Da fehlte noch was für die Werkbank. Schraubenschlüssel kaufen? Hat Rack das vielleicht? Und irgendwie spackt gerade mein OBS so ein Stückchen, aber es kann auch sein, dass es nur ein Anzeigeproblem ist. Also wenn jetzt irgendwas sein sollte in der Folge, dann tut es mir an der Stelle einfach leid. Ich könnte Folgendes probieren. Wir fahren nochmal ganz schnell zum Händler, zum Händler. Eventuell hat er einen Schraubenschlüssel. Dann kaufen wir uns halt einen Schraubenschlüssel. Ist das so?
Bevor wir jetzt folgenlang einen Schraubenschlüssel suchen. Oder das Material dafür suchen. Das macht dann nämlich auch keinen Sinn. Nochmal eben schnell zum Händler ran. In der Hoffnung, dass er was hat. In der Hoffnung, dass er was hat. Ist natürlich immer geil, wenn du sowas gleich so in den ersten 2 Tagen oder so gleich einen Schraubenschlüssel findest. Das wäre natürlich immer super. Aber man kann halt nicht alles haben. Es ist. Hey, Jackass, you again? Inventar sehen what? Und jetzt. You got a fucking crush on me or something? Nein. Rohstoffe hast du. Nein, du hast auch keine elektrische Teile. Die hat er, aber keine mechanischen Teile. Das ist echt traurig. Das ist schade. Wasserreinigungsmod. Wollen wir? Wollen wir? Ich kauf's jetzt einfach. Schedewatt, ich kauf's jetzt einfach. Ich glaube, das ist ganz witzig. Wenn wir das in unseren Helm irgendwann später einbauen. Ja, schade, okay. Oh, Ich you habe want tatsächlich your gedacht. tea, huh? Well, maybe you should try Shamway. Wir hätten die Option. Aber wir haben sie nicht. Wir haben sie nicht. So, ich bringe die Sachen jetzt erst doch nochmal nach Hause, bevor wir irgendwas anderes hier unternehmen. Und dann werde ich trotzdem weiter gucken. Mechanische Parts. Wir brauchen eigentlich nur 3. Ne? 3 mechanische Parts. Mehr brauchen wir eigentlich nicht. Ach, der ist auch leer, okay. Mehr mechanische Parts brauchen wir gar nicht. Das wäre so easy. Ich will noch mal gucken, wenn ich eins von diesen anderen Dingern zack. Unser Auto hier vorne, das können wir doch mal machen, oder? Das zackeln wir jetzt mal und ich will einfach schauen, ob wir da was rausbekommen. Das muss doch möglich sein. Vielleicht habe ich halt auch da einfach schon den Gedankenfehler drinne. So, Wertgegenstände. Erstmal kommt das zurück. Jetzt ist die Frage, ob wir. Hier ist ja schon was drin, ne? Verändern. Helmlicht. Haben wir bis jetzt nicht genutzt. Hauen wir das einfach mal rein. Und packen das bei den Wertgegenständen hin. Weil ich finde, das ist schon recht dolle. Und das können wir eigentlich. Wir probieren das jetzt mal. Ich will das jetzt mal ausprobieren. Der ist noch nicht gelootet, dann looten wir den erst. Kunststoff und Stoff kriegen wir raus, ne? Keine mechanischen Teile wahrscheinlich. Okay. Schade, also das ist es nicht. Ich will noch weiter. Wir will mit euch noch weiter looten. Lasst uns hier noch mal lang fahren. Da waren wir ja eben schon. Hier haben wir ja.
Und längs. Muss ich doch nochmal eben gucken. Das werde ich doch bald nachladen. Kleinlaster. Vehicle Adventures. So, wir könnten hier noch mal kurz gucken. Wir haben ja hier noch. Hier ja auch noch. Und hier haben wir ja noch mal. Da haben wir auch noch mal. Nice, das sind schon mal ein paar XPs. Ja, fahren wir weiter. Da ist noch ein Auto zum Looten. Oha, okay. Da ist so was ganz anderes drin. So Dick Steiner, da sind wir ja auch schon mal vorbeigelaufen. Ne? Da war ja eine unserer Quest. Außerdem kennen wir das ganze Ding ja. Scrapping können wir auch mitnehmen. Das rote Coupé. Das gelbe Auto. Öl. Okay, Vehicle Adventure. Finde ich ja auch nicht schlecht. Orangefarbenes Coupé. Jetzt haben wir Durst, ne? Okay. Da ist nichts zu holen. Ich werde mal mein Fahrrad holen. Immer weiter, Leute, immer weiter. Oh, ich habe gedacht, es war ein Schneller oder wäre ein Schneller. Gott, da ist eine Schnelle. Das muss ich jetzt nicht haben. Essen. Mittagessen. Ach ja, Mensch. Leute, es tut mir leid. Ich habe ja so viele Punkte schon wieder. Völlig drüber. So, Tag 7, glaube ich, wäre wieder ein Airdrop fällig, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Müsste das so sein. Pens and Gas. Da könnten wir mal reingucken nochmal. Eventuell. Oh nein, ist es schneller.
Na, kriegt ihr die Tür jetzt endlich auf oder was ist hier los? Ich hoffe, von hinten fällt mich jetzt nichts an. Ha. Ich würde halt zu gerne. Haben wir eigentlich einen See? Wir haben doch den Reinigungsmod, ne? Ja, wir können dahin laufen. Da hinten. Um was zu trinken. Da könnten wir unseren Mod ausprobieren. Wisst ihr, was ich mache? Wir machen das mal eben ganz kurz. Ich muss mal eben was saufen. Muss mal eben was aus dem Kanal trinken. Wow, was? Muss ja jetzt nicht sein, oder? Aber warum denn? Warum denn immer so kompliziert, Leute? Jetzt reicht's aber. Meine Güte. So, jetzt würde ich ganz gerne mal was aus dem Kanal trinken hier. Hervorragend. Super. Perfekt. Beste Sache ever. Schon hat sich das mit dem Wasser eigentlich auch schon erledigt. Beziehungsweise nicht erledigt. Der Goldrutentee ist natürlich immer noch gut, um um sich ein bisschen zu pushen, ne? Hier waren wir, hier bin ich auch lang, genau, hier war das, wo sie uns aufgelauert sind und ich wollte eigentlich Pen & Gas noch durchziehen. Elke. Hallo Elke. Stumpi haben wir ja auch noch. Ach ja, stimmt, wir haben ja Stumpi auch noch. Ach du meine Güte. Bin ich jetzt komplett vergessen. Der arme Stumpi, der fühlt sich bestimmt vernachlässigt jetzt. Ui, 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 ui. Nein. Ich sehe es schon kommen. Das ist eine schnelle, ne? 100 Pro ist das eine schnelle. Nee, doch nicht. Das ist doch keine schnelle. Gehen hier vielleicht mechanische Teile raus?
Schade. Ich versuche hier wirklich alles, ne? Stufe 4 Pen and Gas. Ölschiefer ist auch gut. Definitiv. Tja, aber ich würde sagen, auch das hat sich jetzt als Ente rausgestellt. Da ist Stumpi. Lasst uns weiterfahren. Da laufen sie. Eine Horde wilder Zombies. Oh mein Gott. Das war so eine ähnliche Horde wie mit den Hunden. Nägel, ja, das ist alles toll. Aber ich brauche doch mechanische Parts. Verdämme ich nochmal. Einfach nur mechanische Parts. Warum treffe ich die nicht? Läuft er so unterm Radar? Okay, das wär's. Jetzt schnappen wir uns die Briefkästen noch. Und da hinten das Auto. Munition ist jetzt auch nicht mehr so viel, ne? Oh mein Gott. Deswegen bin ich nicht überladen. Oh, zwei Mechaniker. Oh, es fehlt nur noch eins. Wo haben wir denn das her? Oh, ich habe nicht aufgepasst. Ich habe nicht aufgepasst, wo wir die her haben. Oh, das wäre so nice. Da sind wir wieder zurück, ne? Erstmal zurückbringen. Erstmal zurückbringen. Oh, das ist ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich, liebe Leute.
Ja, gut, okay. Was sollen wir machen? Was wollen wir machen? Wir packen das, was wir können. Natürlich hier rüber. Trinken. Packen wir auch darüber. Multivorta. Geht dahin. Essen. Geht dahin. Material. Geht natürlich darin. Medizin geht hierhin. Und Waffen und so weiter geht dahin. Medizin haben wir hier. Den Rickrock. Und ich packe nochmal die drei dahin. Den Verbandskasten dahin. Das kann hier rein. Schlussendlich. Rein theoretisch eingeschmolzen werden. Den Kleber haben wir übrig. Und ja, jetzt haben wir nur 7, ne? Und der Schraubenschlüssel. Oh, der braucht 10. Und 30. Warum? Das war doch weniger. Hatte ich irgendeinen Buff drauf? Na, ist egal, dann fehlen uns halt noch 3, aber... nee, die kann ich nicht craften und... Nee, diese Teile kann ich halt nicht craften. Das ist halt so. Okay, liebe Leute, hilft nix. Wir müssen noch weiter hadern und weiter gucken. Ich habe leider nicht gucken können, ob Jen einen Schraubenschlüssel hat. Da habe ich auch überhaupt nicht hingeguckt. Ha. Vielleicht durchforste ich nochmal die Aufnahme oder so. Ich weiß es nicht so genau. Ich hole mir schon mal 2-mal Wasser wieder raus. Hier auch einmal. Dann haben wir wieder ein bisschen Water. Ja. Es ist so, wie es ist, liebe Leute. Trotz allem. Ich würde sagen, wenn ihr hier zum ersten Mal eingeschaltet habt und euch 7 Days im Hardcore-Modus gefällt, euch mein Kanal gefällt und auch ich euch zusage, dann würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Gerne auch eure Däumchen unter den Videos. Das gilt für alle. Es kostet euch nichts und es bringt mich nach vorne, wenn ihr meine Videos liked. Und was mich auch nach vorne bringt und auch Spaß macht, das sind eure Kommentare unter den Videos. Also von daher, zögert nicht, schreibt was rein und sei es nur... dass euch was aufgefallen ist oder ihr mir einfach einen netten Hinweis gibt, wie alle anderen dann auch an der Stelle. So sieht's aus, liebe Leute. Ich freue mich. Mehr bleibt nicht zu sagen. Bis dahin. Ciao, ciao.